Jesus, durften wir eben dich bereits so besingen in der Anbetungszeit und jetzt in dem Poetry Slam. Was ist das für ein Vorrecht, dass wir hier zusammenkommen und überhaupt, auch wenn wir auseinandergehen und wir sind völlig alleine irgendwo, dass wir doch nicht alleine sind, weil du, unser Vater, da bist. Und ich danke dir, dass du jetzt nochmal richtig auch eine Botschaft hast für uns. In diesem Gebet, in diesem powervollen Gebet, was du uns hier gegeben hast. Und jetzt bitte ich dich einfach, dass du sprichst. Amen. Super. Hey, danke Conny, vielen Dank und danke auch nochmal das Worship-Team für euren Dienst. Gib denen nochmal einen kräftigen Applaus. Das ist richtig cool. Ich finde es richtig toll, dass wir so einen kreativen Gott haben und so kreative Leute hier, dass wir gemeinsam hier so diesen Gott anbeten können. Das ist ein Stück weit Himmel auf Erden, oder? So ein bisschen. Und das ist eigentlich auch heute so ein bisschen auch Teil von unserem Thema. Du kennst ja den Spruch vielleicht, das ist der Himmel auf Erden. Ja, das Hotel war der Himmel auf Erden, der Urlaub war der Himmel auf Erden. Die Zeit mit dir war der Himmel auf Erden. Hoffentlich nicht die Hölle auf Erden, ja? Das ist ein bisschen was anderes. Aber man hat so oft diese Vergleiche. Und grundsätzlich geht es ja auch ein bisschen darum, dass wir, ich glaube, jeder von uns wünscht sich das Bestmöglichste, also so nah wie möglich am Paradies oder am Himmel zu sein. Ja, bei der Berufswahl ist das so, bei der Schulwahl, Ortswahl oder vielleicht auch Gemeindewahl. Vielleicht bist du gerade auch am Suchen an der Gemeinde. Herzlich willkommen in der City Chapel. Wir haben übrigens bald auch wieder einen Gemeindegrundkurs, ein Connect nennt sich das, da kannst du die Gemeinde kennenlernen. Tatsächlich ist es noch nicht ganz Himmel, aber wir arbeiten dran. Ja? Und wenn man dann so betet, dann betet man ja auch eigentlich für die Dinge. Ja, so ein bisschen, dass es halt auch gut wird, dass Gott unsere Gebete hört, dass es das Bestmöglichste rauskommt. Wie kann ich das Richtige tun? Wie kann ich mein Umfeld so gestalten, dass es richtig klasse wird? Und das war auch, und im Grunde genommen heißt es in Matthäus 6, Vers 32, euer himmlischer Vater, von dem wir ja auch reden, weiß, was ihr alles benötigt. Oder auch in Matthäus 21, alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, werdet ihr empfangen. Da haben wir die Lösung. Ja? Wie wunderbar. Und darum kommen auch die Jünger zu Jesus und fragen ihn und sagen, lehre uns, wie man betet. Wie könnten wir beten, dass wir diese Nuss knacken, ja? Damit es so richtig vorwärts geht. Und dann lehrt Jesus ihnen dieses Vater unser. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja heute der Teil, den wir uns heute anschauen. Also wer jetzt das erste Mal da ist, ihr könnt das nachhören, nachschauen, so diese ganze Serie. Wir gehen den Satz für Satz dieses Gebet durch. Interessant ist aber jetzt, dass es hier nicht heißt, hilf mir, dass mein Reich kommt und hilf mir, dass mein Wille geschieht, sondern es beginnt mit Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das möchte ich mit euch jetzt die nächsten Minuten mal anschauen. Es besteht aus zwei Teilen. Es geht einmal um sein Reich und sein Wille. Und was das auch mit dir zu tun hat. Das hat nämlich einen Haufen damit zu tun. Weißt du, warum der Himmel Himmel ist? Der Himmel ist Himmel, weil im Himmel Gottes Wille geschieht. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Formel. Der Himmel ist Himmel, weil im Himmel Gottes Wille geschieht. So. Und was meinst du, was auf der Erde geschieht, wenn Gottes Wille geschieht? Dann ist ein Stück Himmel da. Ein Stück Himmel auf Erden. Das ist der Punkt. Das ist die Formel, wie wir da dran gehen müssen. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Weißt du, warum hier nicht selten die Hölle auf Erden ist? Weil Menschen ihren Willen durchsetzen. Und da könnte man jetzt unzählige Beispiele geben. Wir haben letztes Jahr das Schlimmste erlebt überhaupt, das man als Gemeinde erleben kann. Wir haben einen ganz lieben Menschen verloren von unserem Missionar, so einen Piloten, Simon Hämmerling, das wissen auch die meisten, seine Frau wurde erschossen. Sie war Staatsanwältin, sie haben
Mikronesien haben sie gearbeitet und sie hatten nur Gutes getan. Und dann hat ein Mann, dem es nicht gepasst hat, dass sie einfach ein gerechtes Urteil gesprochen hat, sage ich mal, in ihrer Beruf, hat sie umgebracht, weil er seinen Willen durchgesetzt hat. Das ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Das ist das Böse. Hey, so viel Leid auf dieser Erde. Das ist natürlich auch im Kleinen. Konflikte, Spannungen, Scheidungen. Jesus sagt, der Grund, dass es Scheidungen gibt zum Beispiel, ist Herzenshärtigkeit. Weil Menschen ihren eigenen Willen durchsetzen. Verleumdungen. Wir alle haben sowas sicherlich auch schon mal irgendwo durchgemacht. Und da kannst du so soft und so lieb und so tolerant sein, wie du willst. Das kann dich irgendwann erwischen und du denkst, hey, warum reden die so schlecht über mich? Oder die aktuelle Politik, ja, nur mal die vergangene Woche, US-Senat, Thüringenwahl, Terroranschlag in Jerusalem und so weiter. Weil Menschen ihren Willen durchsetzen. Deswegen haben wir so viel Chaos. Natürlich auch die großen Themen wie Klima, Hungersnöte, Kriege, sehr häufig von Menschen verursacht. Also das ist Gegenbild, der Gegenentwurf. Mein Wille geschehe, werden wir gleich auch noch mal kurz was zu sagen. Aber wenn Gottes Wille geschieht, da habe ich euch nur mal 3 Verse mitgebracht. Das ist so mega stark und das ist letztendlich auch der Grund, warum ich hier vorne stehe. Weil ich finde das so gut. Das ist die beste News, das Beste überhaupt, dass man hier vorne stehen kann und kann Menschen sagen, hey, schau mal, das passiert, wenn du dich auf Gott einlässt, wenn sein Wille geschieht. Da heißt es im Römer 12, Vers 2 zum Beispiel, Gottes Wille, das steht genau so da, Gottes Wille ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gibt es was Besseres? Nein, oder? Ist doch cool. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter oder vom Vater des Lichts. Aber da ist der Vater wieder drin. Der liebende Vater. Und Epheser 1, Vers 3 heißt es, wir haben Anteil an der Fülle des geistlichen Segens in der gesamten himmlischen Welt. Ich möchte das jetzt nicht im Detail auslegen, was das jetzt alles bedeutet, aber ihr merkt, da ist die Rede vom Guten, vom Vollkommenen, von der Fülle, von Geschenken. Das ist das, was unser Vater im Himmel für uns bereithält. Und das geschieht, wenn du betest, dein Wille geschehe. Merkt ihr? Das hat auch was mit dir zu tun. Das ist nicht einfach dein Wille geschehe und dann passiert irgendwas Komisches, was ich garantiert nicht will. Das will ja Gott meistens, oder? Nein, so ist es nicht. Dann, wenn ich das bete, und deswegen der Schlüssel, wie können wir beten? Wenn ich das bete, dann weiß ich, es wird letztendlich genau das passieren, was das Beste ist für mein Leben. Und wie sich das auswirkt, sehen wir zum Beispiel im Psalm 23. Der ist mir seit Anfang des Jahres jetzt schon nachgegangen. Den kennt ja eigentlich fast jeder. Wunderschöner Psalm, ist wahrscheinlich, der ist mit Sicherheit auch so bekannt, weil er halt so schön ist. Da schreibt David, der ja Hirte, Schafhirte war, der ständig die Schafe um sich rum hatte, der hat dieses Bild immer und er hat sich überlegt, was hat das eigentlich, oder wie ist Gott? Und dann hat er diesen Psalm in der Inspiration, überlegt euch, der Vater im Himmel inspiriert den David zu schreiben, schau mal, wie mein Wesen ist und wie du bist. Und dann schreibt er diesen Psalm 23 und den wollen wir mal gemeinsam lesen. Da heißt es im Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also wenn du betest, dein Wille geschehe, dann sagst du praktisch auch, Gott, du bist mein Hirte, du sollst über mir wachen und ich weiß, dann wird mir nichts passieren, mir wird nichts mangeln. Jetzt sagst du, ja, mir mangelt aber viel. Mir mangelt ein Partner, mir mangelt ein guter Job, mir mangelt dies, mir mangelt jedes. Aber weißt du, selbst wenn es dir mangelt, irgendwas mangelt, du fühlst einen Verlust, darfst du wissen, du wirst gehalten von ihm und er hat dein komplettes Leben im Auge und er wird dafür sorgen, dass in der Gesamtheit dir nichts mangelt, dass du genau dahin kommst, wo du hingeführt werden musst und dass du sagen musst, vielleicht erst in 5 Jahren, wenn du zurückschaust, boah, mir hat wirklich nichts gemangelt, ich hatte den Eindruck, mir mangelt was, aber Gott hat mich versorgt
mit dem Besten, was es gab. Weil selbst in der schwierigen Zeit, das sehen wir gleich, war er gut, war er vollkommen, war er da gewesen, selbst im Leid. Das heißt dann weiter, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Dein Wille geschehe, bedeutet, er wird dich versorgen. Er wird dich versorgen. Er geht mit dir und führt wie das Schaf. Fürs Schaf gibt es die grünen Auen, das ist das Beste überhaupt. Ja, das frische Gras und so weiter. Für dich gibt es irgendwas anderes. Aber er wird dich versorgen. Und er führt dich zu stillem Wasser. Ich finde das, also ich trinke jetzt nicht so gern stilles Wasser, aber das stille Wasser soll zum Ausdruck bringen, da ist Versorgung, da ist Frische da, da ist Ruhe da, weg vom Lärm. Er führt dich zu etwas Gutem, er versorgt dich. Dann, er quickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und darum ist wichtig, dass du immer wieder versuchst, aus deinem Alltag auszubrechen und in die Ruhe zu finden. Das ist für uns, ich weiß, das ist für uns so mega schwer, oder? Da, wo wir stehen, wo wir arbeiten, wo wir schaffen. Das ist in deinem Leben, ist auch in meinem Leben. Ich habe das am Donnerstag gemerkt, da hatte ich eine Situation gehabt. Ich habe gemerkt, wo das Rädchen wieder am Laufen war. Und ich war irgendwie wieder so hektisch, so. Und es war so ein Reden Gottes zu sagen, hey, komm in die Ruhe, komm runter, such mich. Dein Wille geschehe, innezuhalten und zu ihm zu gehen. Irgendwo im Alltag, mach dir das zu der obersten Priorität. Und du wirst die Zeit finden. Dass vielleicht morgens vor dem Tag ist oder abends oder irgendwann zwischendurch in der Mittagspause vielleicht einfach mal eine Runde drehen, wenn du im Büro arbeitest, einfach mal rausgehen und sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, ich nehme meinen Feschbar mit oder lass es Feschbar ausfallen oder was auch immer, ja. Und dann betest du das und dann mehr sagst du Gott, ich spüre, da ist so eine Hektik drin. Komm wieder herein, du bist mein Vater. Vater, mein Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ihr habt letzte Woche, haben wir die Predigt gehabt vom Heiko. Geheiligt werde dein Name. Und ich fand das so stark. Heiko hat uns nur mal ein paar Namen vorgestellt. Ich habe euch eine Folie noch mal mitgebracht. Ich habe da so ein paar Kringeln drum gemacht, wo ich gesehen habe, was mich so angesprungen hat. Ja, er ist mein Hirte, da haben wir es wieder. Er sorgt für mich. Der Herr wird erst sehen. Hey, der Herr wird auswählen. Er weiß, wann ich was brauche. Er sieht mich. Er heiligt mich. Er ist meine Gerechtigkeit, wenn um mich herum Ungerechtigkeit geschieht. Individuell, merkst du, für jede Situation. Das eine trifft vielleicht für dich gerade zu, das andere vielleicht nicht. Gott hat so viele Namen und so viele Eigenschaften und die sind da dafür, dass du im Segen leben kannst. Aber es geht nur, wenn du sagst nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja, und dann heißt es natürlich auch, und dieser Satz ist wichtig, damit wir das nicht ein bisschen zu einseitig sehen, da heißt es, und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Also, wie im Himmel, so auf Erden, heißt nicht, dass es kein Leid gibt. Natürlich gibt es Leid. Und einige erleben gerade auch Leid oder Trauer oder Entbehrung oder Konflikte. Aber weißt du, selbst da ist und bleibt Gott der liebende Vater. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. Conny hat es eben in diesem Dialog zum Ausdruck gebracht. Ja? Wenn man es nicht versteht und trotzdem gehe ich zu ihm und bin da und ich erlebe, wie er mich durchträgt. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. David erzählt an einer Stelle, dass er sogar Bären und Löwen in die Flucht geschlagen hat, nur um seine Schafe zu hüten. Ein anderer wäre weggelaufen. Aber er hat sein Leben für sie, und das hat sich auch wirklich gegeben. Ja? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, Vers 14. Das ist er und er führt dich durch. Und er ist und bleibt der gute Hirte, selbst wenn du die Hölle auf Erden erlebst. Und das gilt natürlich auch gegenüber Menschen, die dir schaden wollen. Da heißt es im Vers 5, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
da wo dir Unrecht geschieht. Und da rennst du zu Gott und er wird dich versorgen. Er ist da, er bekleidet dich. Und weißt du, dann musst du nicht mehr kämpfen. Sarah und ich, wir sind, was, vor 2 Wochen? Ich glaube, vor 2 Wochen sind wir morgens in den Gottesdienst gefahren und wir hatten da gerade so gekämpft mit einer Situation und haben dann gesagt, komm, jetzt beten wir noch dafür. Und während wir beteten, kam mir dieser Satz und ich sprach den einfach so aus, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und als wir fertig waren, sagte Sarah, wow, das ist ja der Hammer. Genau das habe ich heute Morgen vor mir gehabt, auch gebetet. Und dann gesagt, hey, so ist Gott, ja. Er spricht in die jeweilige Situation rein. Und dann kamen wir in den Gottesdienst und dann kam die Anbetungszeit. Und in der Anbetungszeit singen wir genau diesen Satz in Englisch in diesem Lied davon. Wir gucken uns an und wir können nur noch schmunzeln. Gott redet hier, Gott sagt, hey, ich bin da. Ich bin in der Situation da, halte dann mir fest. Und dann wird es noch besser. Im Refrain heißt es dann, this is how I fight my battle. Das ist meine Art zu kämpfen. Ich sagte, hey, Halleluja, preis den Herrn. Und Danny hat den Worship geleitet. Und ich habe ihn eben gefragt, ich darf das sagen. Und er hat dann das mehrmals wiederholt. Also gefühlte 20 Mal den Satz. Und das jetzt für alle, die halt sagen, ich mag das nicht so, wenn da so ein Satz immer wieder wiederholt wird. Ja? Vielleicht ist die auch schon mal so gegangen. Und ich denke, oh, das ist aber heute öfters mal. Ja? Und dann ist, als ob Gott zu mir spricht und sagt, hast es endlich kapiert. Hast es endlich kapiert. This is how I fight my battle. Proklamiere das, bekenne das doch mal. Und beim 15. Mal habe ich es dann verstanden, ja? Ja, das ist, wie ich kämpfen will. Nämlich, dass ich meinen Kampf, dass ich das abgebe an dich. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, du kämpfst meine Kämpfe. Das ist unser Vater. Das ist unser Gott. Jesus, wie betet man? Und Jesus sagt, bete zu ihm, zum Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist doch stark, oder? Und dann heißt es am Schluss noch, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und ich habe schon so oft gehört von Leuten, die gesagt haben, okay, der Psalm ist ja ganz schön, aber das ist ja Quatsch. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Ey, ich habe auch viel Ungnade in meinem Leben, oder? Aber weißt du, diese Aussage stimmt. Gott ist und bleibt gütig und gnädig. Amen. Das muss man richtig laut sagen. Amen. Und das ist wahr. Er bleibt gütig und gnädig, egal was ist, wenn du an ihn glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus für dich in den Tod gegangen ist, um dich zu erlösen und du hast Vergebung deiner Schuld, du bist sein Kind, du bist sein Sohn, du bist seine Tochter, dann bekleidet dich nur noch seine Güte und seine Gnade, die ist mit dir. Er ist ein gnädiger Gott. Und das hört nicht auf. Er bleibt gnädig. Das ist seine Haupteigenschaft. Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Und daran darfst du festhalten. Der einzige Haken natürlich ist, dass du nicht deinen Willen unbedingt durchsetzen musst. Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesem Wettlauf oder diesem Weltlauf an, also dem Zeitgeist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das ist ja heutzutage, ja, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern und erkennt, was der Wille Gottes ist. Das ist passiv. Lasst euch verändern. Lasst dich verändern. This is how I fight my battle. Mach du Gott. So entscheidend. Und ich wünsche mir, dass das richtig reingeht. Ja? Dass wir nicht hier sind, hören eine gute Predigt oder ja, hoffentlich und gehen dann raus und tun dann doch wieder das, was wir wollen. Das kannst du gut überprüfen. Wenn irgendwas anders läuft, wie du es gern hättest und bei dir geht gerade die rote Lampe an, dann ist vielleicht irgendwas faul. Aber das macht dich auch gelassen. Gelassener, weil du weißt, Gott hat die Kontrolle und Gott behält die Kontrolle. So, und dann heißt es, dein Reich komme. Dein Reich komme. Und wisst ihr, wenn ich
nach seinem Wille frage und das umsetze und ihm immer wieder das sage und das zu einem täglichen Ritual mache, Achtung, Ritual soll nicht heißen, ich leier was runter, sondern zu meinem täglichen Gebet, dein Wille geschehe, dann wird das Auswirkungen haben. Und die Frucht, die daraus entsteht, das Gute und Wohlgefällige, Vollkommene, was daraus entsteht, das ist Reich Gottes auf Erden. Reich. Ich weiß nicht, was dieser Begriff Reich mit dir macht. Wenn du an das deutsche Reich denkst. Ist nicht gerade positiv behaftet, oder? Dieses Wort Reich ist so besetzt, dass sogar die Amerikaner diesen Begriff aufgenommen haben. Sie reden zum Beispiel vom Third Reich. Ja? Schaut mal, wenn du das mal googelst, Third Reich. Und das Wort Reich ist immer irgendwo negativ besetzt. Weil woran denken wir, wenn wir an dieses Third Reich denken? Natürlich an das Dritte Reich. Das Dritte Reich, ein Inbegriff dessen, wenn jemand oder ein ganzes Volk sagt, mein Wille geschehe, ja, oder mein Reich komme. Das hatten wir gehabt in unserem Land. Da wollte jemand sein Reich aufbauen, nicht nur jemand, sondern ein ganzes Volk. Ein ganzes Volk. Und es ist genau das Gegenteil interessant. Dein Reich komme, mein Reich komme. Also der Inbegriff, ein Mahnmal dessen, wenn das bis zum Exzess getrieben wird, wenn mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Aber heute ist es vielleicht auch nicht viel anders. Wir haben heute, Gott sei Dank, keine Nazi-verseuchte Gesellschaft mehr. Aber wir haben Narzissmus. Der eine Begriff hat mit dem anderen eigentlich wenig zu tun, aber vom Inhalt her vielleicht schon ein bisschen. Ja. Und Narzissmus ist mega verbreitet. Ich habe euch mal ein paar Begriffe mitgebracht, die krank, sagen wir mal so, kranke Auswirkungen unserer Gesellschaft, Rücksichtslosigkeit, Willkür, Egomanie, Egoismus, Kälte, Eigenliebe, Selbstverliebtheit, Narzissmus und so weiter. Und manchmal nur in den Begriffen schon kommen sie in die Entwicklung Anerkennung, was ja an sich was etwas Normales ist. Aber wenn es mir nur darum geht, Anerkennung zu haben oder Schönheit oder Einfluss, dann kann das da hinten dran stehen. Und das ist so tragisch. Mein Wille geschehe. Ich will mein Reich bauen. Und da sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, ja, wo du vielleicht auch darunter schon gelitten hast oder vielleicht auch selbst Dinge getan hast, die in diese Richtung gegangen sind. Die Philosophie in Gottes Reich ist ganz anders. Im Johannes 12, Vers 24 steht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und dann erklärt Jesus das, was er meint mit diesem Weizenkorn, was stirbt. Das sagt er, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Nun muss man natürlich erklären, natürlich können wir unser Leben lieben und natürlich sollen wir unser Leben nicht hassen. Das ist, Jesus will damit zum Ausdruck bringen und das bedeutet auch das Wort hassen, hinten anstellen. Ja? Geht es mir nur darum, ich will mit Gewalt und mit der Brechstange, egal wie, zum Ziel kommen? Oder geht es mir um Reich Gottes Philosophie, was Jesus ja auch gesagt hat, zu sagen, ja, ich liebe mein Leben, aber ich weiß, wie ich mein Leben am besten umsetzen kann, dass es zum Erfolg führt, indem das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Jesus hat es vorgemacht. Er hat sein Leben hingegeben für uns. Aber es soll auch ein bisschen zum Ausdruck bringen, hey, nimm dich zurück. Nimm dich zurück, stell dich hinten an. Und das beginnt mit dem Gebet. Vater, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann sagt Jesus im Johannes 12 im Anschluss, so wird mein Vater und auch dein Vater geehrt. Und wenn du das tust und betest,
dann breitet sich Gottes Reich aus. Und dann nimmt der Begriff, hat eine ganz andere Form. Es ist interessant, dass der Teufel immer das Gute, was Gott eigentlich geplant hat, umkehrt, auch in Begriffen. Und wir hören den Begriff und denken, naja, dieser Begriff Reich heißt im Griechischen Basileia. Basileia kommt von Basileus, und das ist der König. Dein Reich komme heißt, Gottes Herrlichkeit, seine Königsherrschaft breitet sich auf der Erde aus. Ein Stück Himmel auf Erde. Also, nochmal, das ist nichts Äußeres, das ist was Inneres. Nochmal zur Wiederholung. Gott tut seinen guten Willen in deinem Leben und gibt dir Erfüllung und das macht was mit deinem Leben. Das sind Werte in deinem Leben, die sich entwickeln, die sich entfalten. Und diese Werte lebst du da, wo du bist, in der Gemeinde, in deinem familiären Umfeld, in deinem Job, in deinem Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Und das ist Reich Gottes, was sich da ausbreitet. Und das hat mega was mit Gott zu tun. In Lukas 17, Vers 21 sagt Jesus, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Klar, er spricht von sich. Aber wir leben im bereits schon und jetzt noch nicht. Wenn wir sagen, dein Reich kommen, heißt es natürlich auch, ich freue mich auf den Himmel, weil darauf freue ich mich. Das kommt, Jesus kommt wieder. Er wird sein Reich auf der Erde sogar aufrichten. Offenbarung, da haben wir mal eine ganze Serie rausgemacht. Aber wir freuen uns auf den Himmel. Aber es heißt auch, dein Reich komme hier und jetzt. Und das kommt, es ist nicht irgendwie was Seltsames oder wenn wir nur sonntags mal in der Kirche, in der Gemeinde sitzen, sondern dein Reich komme. Passiert, wenn du das morgen früh betest, am Weg in die Uni, in der Schule, im Job, wohin auch immer. So sagst du, dein Reich komme heute. Heute da, wo ich bin, in den miserablen Umständen, wo ich drin bin, dass dein Reich komme, dass dein Wille geschieht. Und da passiert was. Und dadurch geschieht nämlich eine neue Kultur. Unsere Welt, die schreit danach, nach Werten. Eine neue Kultur zu leben. Und dazu sind wir aufgerufen. Du sagst vielleicht, ich kann nicht anderen Leuten von Jesus weiter sagen. Ich habe da keinen Mut, mir fehlen da die Worte. Das mag alles sein. Aber was du auf jeden Fall tun kannst, du kannst es leben. Du lebst, ob du das willst oder nicht. Du gehst morgen an deine Arbeitsstelle und du lebst. Und weißt du was? Ich glaube, wenn du schon einige Zeit mit deinen Kollegen oder an der Uni oder wo auch immer bist, die Leute wissen mehr über dich, wie du denkst. Vielleicht denkst du, bis jetzt weiß ja noch keiner, dass ich fromm bin. Täusch dich nicht. So was spricht sich rum. Vielleicht hat Gott ihnen das auch ins Ohr geflüstert. Und du lebst einfach. Jesus zeigt in der Bergpredigt immer wieder, das Reich Gottes ist so, dass einer das und das tut. Feinde lieben, Menschen segnen, Gutes tun, Versöhnung wirken. Warum? Damit die Menschen Gott in dir sehen. Sie haben sonst keine Möglichkeit, Gott zu sehen. Sie sehen dich. Damit Menschen und damit Himmel auf Erden auch passieren kann und damit natürlich auch andere Menschen Teil dieses Reiches werden und die Gesellschaft, da kommt das schöne Wort, nachhaltig verändert werden. Durch dich. Und das passiert ganz einfach durch dieses simple Gebet. Ja, ist ja immer die Frage, okay, was mache ich denn? Was kann ich jetzt konkret machen? Konkret, Homework, bete das jeden Tag. Morgens, wenn du aufstehst, sag, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Und nicht runterleiern, ja, sondern ganz bewusst, dann meditier mal, denk mal darüber nach, bete mal darüber, jeden Tag, immer wieder. Und wenn du dann am Ende vom Tag das nochmal reflektierst, so, woher kamen die Konflikte, was ist denn da passiert? Kann es vielleicht sein, dass ich vielleicht versucht habe, doch mein Reich, mein Ding durchzusetzen? In der Bergpredigt gibt Jesus eine Seligpreisung zum Beispiel schon einen Hinweis dafür, wie wir das machen können. Gerecht handeln, barmherzig sein, reine Motive.
Und ich glaube, das ist genau das, was Gott tut. Wir sind ja immer noch am Anfang vom Jahr. Du gehst in deinen Alltag, da wo du bist. Und das Ziel Gottes ist, dass durch dich seine Herrlichkeit sich ausbreitet. Nur ein Beispiel. Gegen Hass steht Liebe, gegen Unversöhnlichkeit Versöhnung, gegen Schuld Vergebung, gegen Böses Gutes, gegen Egoismus den anderen sehen, gegen Aufgeben Durchhalten, gegen Religiosität echter Glaube, gegen Heuchelei Authentizität. Hey, wenn dir vielleicht der ein oder andere Punkt schwerfällt, aber authentisch sein können wir eigentlich alle. Einfach auch zu Fehlern stehen. Auch mal hingehen und sagen, es tut mir leid. Als die Jünger das umsetzen, Jesus schickte sie los, zwei und zwei, um das Reich Gottes zu leben und es zu verkündigen. Und sie kamen zurück, heißt es, als sie das Reich Gottes gepredigt haben, heißt es in Lukas 10, Vers 18, sagt Jesus, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Oder Paulus an die Kolosser, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumphzug über sie gehalten. Es ist dein Leben, was du ganz einfach, simpel mit deinem Vater im Himmel führst, was ich mit meinem Vater im Himmel führe. Und weißt du, was das beste Übungsfeld ist, die Gemeinde? Wir hier als City Chapel. Und ich wünsche mir für uns als City Chapel, für 2020, für die Zukunft, dass wir hier das einüben. So diese Kultur, Chapel-Kultur leben. Und das ist ein Weg, glaube ich, wo Gott uns als Gemeinde hinführen möchte, dass wir alle, egal wo wir sind, als Einzelne im Hauskreis, in der Mitarbeit, wir als Älteste, die Diakone, die Leiter, egal wo, Kistenschieber, Begrüßungsteam, dass wir das einüben, miteinander und schauen, wie wir so Gott ehren können. Gott ehren, Region prägen, ist ja unsere Vision. Dass wir das tun können, dass wir hier das einüben und diese Lektionen, die wir dann gelernt haben, in den Alltag nehmen. Und natürlich, es ist nicht immer alles perfekt hier. Und das ist ja auch wichtig, sonst können wir keine Lektion lernen. Aber das heißt, es gibt auch mal Krach, oder? Dir stinkt es auch mal, dass der eine jetzt dies sagt oder jenes nicht macht oder tut. Und dass man dann lernen kann, aufeinander zuzugehen. Manchmal auch schon, wie ich eine E-Mail schreibe. In welchem Ton? Ja? Ich habe immer früher die Asterix-Hefte gelesen und dann war immer, wenn die so freundlich geredet haben, dann war immer so ein kleines Blümchen da. Ja. Das kannst du auch machen. Aber nein, einfach schon mal formulieren oder dann lieber mal zum Hörer greifen oder das Gespräch suchen oder im Gottesdienst, du, können wir mal reden. Und dann vielleicht auch sagen, hey, du, da ist das und das passiert, ich habe das dann nicht verstanden, das hat mich verletzt oder so. Das können so ganz konkret, ich habe einfach nur mal drei Steps so am Schluss mal aufgezeigt, wie wir da hinkommen können. Step oder Schritt Nummer eins ist, dass wir erstmal erkennen, wo wir eine schlechte Kultur pflegen, als Gemeinde oder auch als Einzelne. Zum Beispiel negatives Reden hinten herum. Dass wir sagen, wenn es einen Ort gibt, wo wir das nicht tun, dann, wo wir als Gemeinde zusammenkommen. Hey, wir haben doch unseren Gott und dann kommen wir zusammen und reden miteinander. Oder auch Egoismus oder fehlende Kommunikation. Jeder da, wo der steht. Ich als Pastor, als Ehemann, in meinem Ältestenkreis, im Gespräch mit Leuten, auch wir als Älteste, wir haben gesagt, wir möchten das mal nicht immer so in, okay, Punkte abarbeiten, sondern dass wir zusammenkommen, beten füreinander, sind offen miteinander, reden über Dinge. Weil ein Ältester bei uns sagt immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch schon mal gehört habt. Also das soll bedeuten, wir als, ja, wenn wir es nicht praktizieren, wenn ich es nicht praktiziere, wer soll es denn sonst praktizieren? Oder dass du einfach auf mich zukommen kannst sagen, hey, ich finde, wie du immer rumläufst, du ziehst immer so eine Ding und es ist tatsächlich so, ich merke, ich bin manchmal so konzentriert, bin mit einer Sache gerade vor dem Gottesdienst, sehe, oh, da muss noch was, renn rum und sehe, guck nicht nach links und rechts und das ist nicht gut. Das hat Gott mir zum Beispiel auch gezeigt, wo wir die Auszeit hatten. Einfach Zeit zu nehmen, hey, come down, komm runter. Ich habe mir zum Beispiel auch mein Arbeits
Dingen geändert, dass ich zu Hauspredigten vorbereite und komme dann ins Büro, damit ich mehr da sein kann für die Leute und nicht ins Büro komme. Okay, ich gehe in mein Büro, Türe zu und jetzt bin ich am Predigt vorbereiten. Dann kann ich auch zu Hause bleiben, oder? Versteht ihr? Und das sind so ganz einfache, praktische Dinge. Da bin ich schon mitten im Step Nummer 2. Also diese negativen Dinge ablegen und dann schauen, wie können wir positiv agieren. Und das beginnt natürlich erstmal damit, und das ist wunderbar, wenn du versagst, morgen vielleicht im Alltag, nach Hause kommst und hingehen und sagen, Gott, ich tue Buße darüber. Das war nicht Reich Gottes Mentalität, das war nicht die Kultur. Und es tut mir mega leid. Und jetzt zeig mir, wie ich dein Reich bauen kann und gib mir morgen den Mut, da zum Meister Eckhart zu gehen und mich zu entschuldigen. Auch wenn es mir schwerfällt. Auch wenn ich nach wie vor denke, hey, wie konnte er mich so anpflaumen? Und das sind so einfache Dinge. Und Gott wird das machen. Und beginnend mit dem Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und immer die Frage vor Augen, das ist dann der Step 3. Wie kann ich heute andere segnen? Und jeder von uns hat bestimmte Stärken auch. Schwächen natürlich, wo es echt noch klemmt, wo es hängt. Aber auch Dinge, wo du richtig gut bist, weil du bist wahrscheinlich schon auch länger unterwegs mit Jesus. Und diese Dinge, dass du sagen kannst, Gott, ich möchte ein Segen sein für andere. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte. Wertschätzung, Großzügigkeit, dienen, ermutigen, segnen. Ich habe eben schon von der Körpersprache geredet, ja? Oder von der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Vergebungsbereitschaft. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich wünsche mir das, dass wir als Chapel dafür bekannt werden. Nicht, dass wir morgens Gottesdienst im Kino haben und abends hier in der F7 und coolen Worship und so, sondern dass wir bekannt dafür werden. Jesus sagt, die Welt, die Menschen werden euch erkennen daran, dass ihr Liebe untereinander habt. Amen. Und wollen wir das gemeinsam angehen und einfach gucken, was Gott macht. Also nicht einfach gucken, sondern Gott benutzt uns ja auch, ja. Sondern das umsetzen und lasst uns das praktizieren. Und ich möchte jetzt mit uns gemeinsam beten. Steht doch mal auf. Und wir wollen jetzt schon mal auch in die Anbetung gehen und werden jetzt gleich, nachdem wir dann auch noch einfach angefangen haben, auch Gott anzubeten. Da geht es nämlich auch nochmal um sein Reich und sein Wille. Wollen wir dann auch gleich nochmal gemeinsam beten. Aber ich möchte einfach nochmal, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten. Von ganzem Herzen. Du darfst es auch ruhig laut beten und ihm entgegenrufen. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.